Ja, hallo, hier ist der Michael vom Kanal EWI77E. Heute geht es um das Schnellladen am linken Niederrhein. Eigentlich sollten in diesem Video die Schnellladeparks am linken Niederrhein gezeigt werden, aber ein Blick auf die Karte in der Schnellladepark-App zeigt, es gibt keine. Aber es gibt einige Schnelllader am linken Niederrhein. Die habe ich in den einzelnen Videos Laden am Niederrhein gezeigt, aber hier in diesem Video fasse ich mal alle Schnelllademöglichkeiten zusammen, die ihr auch schon aus den einzelnen Videos kennt. Jetzt zeige ich euch mal die einzigste Möglichkeit hier in Neukirchen-Flüen, euer Auto schnell zu laden mit bis zu 50 kW. Und das auch noch kostenlos hier bei Lidl auf der Niederrheinallee. Wir haben hier einen Triple Charger, ihr könnt also CCS, CHAdeMO oder auch Typ 2 laden. Das allerdings nur während der Öffnungszeiten und am besten natürlich während ihr bei Lidl einkauft. Weserstraße 160 bzw. diese Straße 1, hier ist eine Stoffmülltankstelle und an dieser Tankstelle gibt es auch eine Schnellladestation. Das hier können wir auch mit Gleichstrom laden. Hier in Kamp-Lindfort, auf der Prinzenstraße 67, ist das Autohaus Minrad Automobile. Hier gibt es auch eine öffentlich zugängliche Ladestation, sehr schön gekennzeichnet. Auch hier finden wir wieder einen kombinierten DC-AC-Lader von Compleo. Hier in Mörs-Hülstorf am Schirmannshütt 1a auf dem Gelände von Porsche befinden sich zwei Schnellladesäulen, wo ihr mit richtig viel Leistung eure Akkus wieder voll machen könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie man hier laden kann, wenn die Ladestation mal in Betrieb ist, da habe ich ein eigenes Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Auf der Straße gibt es ein Aldi, ein Rewe und bei der Hausnummer 46 auch ein Lidl-Markt. Mit einer Schnelllademöglichkeit. Ja, ich bin jetzt in Mörs Zentrum beim Aldi auf der Oedinger Straße 67 und hier hinten in der Ecke gibt es eine Schnellladesäule. Hier dürft ihr auch wieder während des Einkaufs eine Stunde kostenlos laden. Wir sind jetzt hier beim Aldi in Mörs genannt am Drennesweg 3. Hier haben wir auch eine Schnellladestation. Da könnt ihr während des Einkaufs dann eine Stunde kostenlos laden mit bis zu 150 kW.
So, ich bin hier in Moers auf der Orsauer Straße 1b. Hier bei dem Aldi-Markt gibt es eine Schnellladesäule. So, wir sind jetzt hier in Moers-Kapellen an der Bahnhofstraße 30 beim Aldi, haben unser Auto mal an den Schnelllader angestöpselt. In Rheinberg im Gewerbegebiet Nordring 2 gibt es einen Volkswagenhändler und hier an der Einfahrt gibt es schön markierte Ladeplätze. Da haben wir die Möglichkeit, einmal AC und einmal DC zu laden. Vor der Schranke gibt es auch noch einen DC-Schnelllader. Wir sind hier in Rheinberg an der Xantner Straße 237 bei der Firma Solwey. Hier in Rheinberg auf dem Parkplatz Kattewall befindet sich ein Triple Charger. Ihr könnt hier also AC und DC laden. Am Karlbecker Forst West dürft ihr auch 2 Stunden euer Auto laden. Auch hier eine E.ON-Ladesäule. Ich bin hier an der Raststätte Karlbecker Forst Ost an der A57 in der Nähe von Weeze. Hier gibt es 4 Parkplätze für Elektroautos. Aber nur eine Ladesäule. Vielleicht bauen die ja irgendwann noch mal eine zweite hier hin. In Goch am Hagebaumarkt habt ihr die Möglichkeit, entweder mit DC zu laden, hier sind 2 Ladeplätze für DC, oder ihr ladet mit AC, wenn ihr es nicht ganz so eilig habt. In den Stadtwerken Goch an der Kleverstraße 26 gibt es einen schönen Wasserturm und darunter 2 AC-Ladesäulen. Und eine DC-Ladesäule. Das heißt, hier können 2 Autos schnell laden und 4 Autos langsam laden. Wir sind hier an der Gästonker Straße 220 oder 230. Schon ein bisschen spät geworden heute, aber hier gibt es 2 AC und eine DC-Ladesäule. So, wir sind jetzt in Goch am Hüsterweg 9 bei McDonald's. Hier gibt es eine Schnellladesäule von EWE Go. Eine weitere Schnellladesäule in Goch. So, wir sind jetzt am Euweg 18 im Gewerbegebiet in Kalka. Hier bei VW gibt es eine Schnellladesäule. An der ihr natürlich auch AC laden könnt. Laden wird hier mit Elli. Bei dem VW-Händler an der Kalkarer Straße 32
befindet sich auch eine Ladestation, an der können zwei Elektroautos laden, zwar einmal mit CCS und einmal mit Typ 2. An der Flutstraße 36 findet ihr den nächsten Schnelllader in Kleve. Und die Stadtwerke Kleve lädt hier mit Sonnenenergie. An der Hafenstraße 26 an dem Parkplatz, da findet ihr sogar eine Schnellladestation. Hier dürft ihr allerdings nur maximal 1,5 Stunden euer Auto aufladen, aber an CCS sollte das ja nicht so lange dauern. Ja, hat euch diese kleine Übersicht der Schnellladenmöglichkeiten am linken Niederrhein gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ein Abo, denke ich mal, habt ihr schon gemacht, und wenn nicht, drückt den Abo-Button. Wollt ihr nichts verpassen, klar, drückt die Glocke und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.